den Feierlichkeiten anlässlich der ungarischen Grenzöffnung vor 30 Jahren? Also tatsächlich ist ein Treffen in allernächster Zeit geplant und ich denke, dass ich demnächst Ihnen auch Details nennen kann. Natürlich ist das sinnvoll. Die Bundeskanzlerin und der neue Premierminister Boris Johnson haben bereits einmal telefoniert, aber sich gemeinsam hinzusetzen und über die Themen des Brexits und andere europäische Themen, die uns verbinden, zu sprechen, ist natürlich sinnvoll. Ein Überblick über das ganze Programm, entweder auf bundesregierung.de oder auf unserer neuen App. Das ist ein chinesisches Gesetz. Insofern gehen wir selbstverständlich davon aus, dass die Volksrepublik China die friedliche Ausübung dieser Freiheiten auch nicht in Frage stellt. Wir kennen China als verantwortungsbewussten Akteur auf der Weltbühne, mit dem wir auf vielen Gebieten gut zusammenarbeiten. Die Bundeskanzlerin hat sich in dieser Hinsicht also deutlich für eine friedliche, gewaltfreie, auf Dialog basierende Lösung ausgesprochen. Wir verfolgen die Vorgänge in der Sonderverwaltungszone Hongkong natürlich mit größter Aufmerksamkeit und durchaus auch mit Sorge. Als Schritt in Richtung des 20. September. Eckpunkte für die Eckpunkte des Klimakabinetts festgelegt oder eingebaut haben.